Danke sehr. Die Experten kennen sich ja aus. Kabarett, das ist der Ort, an dem man sich die Kritik am eigenen Lebenswandel genauso folgenlos um die Ohren schlagen lässt wie in der Kirche. Kabarett ist eine Art moderner Ablasshandel. Und deshalb sollten Sie auch die Kabarett-Eintrittskarte immer gut aufheben, wenn dann irgendwann einmal, wenn dann jemand zu Ihnen kommt und sagt, na, was hatten Sie eigentlich für eine Funktion in dem Schweinesystem? Ne? Ich meine das Ausbeutesystem, in dem wir leben. Ganz offensichtlich, oder? Das Jobwunder Deutschland, wo findet das statt? Im Niedriglohnsektor. Noch nie hatten so viele Menschen Arbeit wie im Augenblick, das stimmt. Und noch nie konnten so viele Menschen von der Arbeit, die sie haben, gar nicht leben. Ich habe immer gesagt, beschäftigen kann ich mich selber. Eine Million Deutsche arbeiten inzwischen dauerhaft für Leiharbeitsfirmen. Die haben gar keinen Arbeitgeber mehr, die haben einen Zuhälter. Oder kennen Sie Aufstocker? Das sind die, die für ein paar Euro die Stunde ein paar Stunden Arbeit die Woche haben. Und wenn Sie nur 4 oder 5 Stunden Arbeit haben in der Woche, dann sind Sie nicht arbeitslos. Dann sind Sie nicht in der Statistik. Sie haben keine 35-Stunden-Woche, Sie haben nicht mal eine 35-Euro-Woche, aber Sie haben Arbeit. Und wenn Sie 35 Euro in der Woche verdienen, kriegen Sie den Rest aufgestockt auf Hartz-IV-Niveau vom Arbeitsamt. Aufstocker. 1,4 Millionen Deutsche arbeiten als Aufstocker. Und wenn dann irgendwann jemand kommt und sagt, was hatten Sie für eine Funktion in dem Schweinesystem? Na, was denn, was denn, was denn? Dann sagen Sie halt, Moment. Dann holen Sie den großen Karton mit den Kabarett-Eintrittskarten raus. Dann sagen Sie, hier, Freundchen, ich war im Widerstand. Das Interessante ist, die Menschen, die hier verarscht werden, die wehren sich nicht. In ganz Europa sind die Menschen total wütend auf der Straße und demonstrieren und in Deutschland ist Ruhe. Ein Drittel der Bevölkerung geht nicht mehr wählen. Warum auch? Warum sollen Hartz-IV-Empfänger wählen gehen? Wer hat denn Hartz-IV gemacht? Das war doch nicht die FDP. Rot-Grün hat Hartz-IV gemacht. Rot-Grün hat damals den Reichen die Steuern gesenkt. Um 10% ist die Einkommensteuer gesenkt worden. Rot-Grün hat die Firmenverkäufe steuerfrei gestellt, die Hedgefonds ins Land geholt. Und als der Staat fast pleite gegangen wäre, da haben die nicht die Steuern wieder erhöht, sondern haben Hartz-IV eingeführt, um den Staat wieder zu sanieren. Rot-Grün hat bewiesen, um die ganze neoliberalen Schweinereien zu machen, da braucht man die FDP überhaupt nicht. Diese Bundestagswahl war dann eine Katastrophe. Ein Drittel ist gar nicht mehr wählen gegangen. Ein weiteres Drittel hat eine Woche vor der Wahl angegeben, sie wüssten noch nicht, was sie wählen würden. Da konnten sie in der Fußgängerzone mit einer Knarre rumlaufen. Was willst du? Merkel oder Steinbrück? Viele haben gesagt, ach, drück ab. Ja, ich finde, Angela Merkel soll alle 4 Jahre sagen, mit wem sie zusammen regieren möchte. Wir wählen doch sowieso so, dass sie sich den Koalitionspartner aussuchen kann. Da können wir uns doch den Wahlkampf schenken, das ist eine Beleidigung für jeden, der bis 3 zählen kann. Einen super Trick, den beherrscht sie, und da fallen alle immer wieder drauf rein. Wenn alle vor der Merkel stehen, schimpfen, toben, sauer sind und auf sie einreden, dann dreht die Merkel sie einfach um und sagt, die stehen hinter mir. Wie oft der François Hollande schon hinter der Merkel gestanden hat, ohne zu wissen, wie er da hingekommen ist. Die Merkel agiert wie ein geschickter Magier. Ein Magier, der lenkt sie ja mit seinem Gequatsche von dem ab, was er mit seinen Händen macht. Und die Merkel lenkt sie mit ihren Händen von ihrem Gequatsche ab. Und den Rest der Ablenkung besorgen dann die Medien selber. Unsere Medien sind dazu da, uns zu beschäftigen. Nicht uns aufzuklären, uns zu informieren, sondern wir müssen beschäftigt werden, weil der Deutsche regt sich sehr gerne auf. Das liegt in seiner Natur und das muss aber gesteuert werden. Damit wir uns nicht über Dinge aufregen, die wirklich systemverändernd sein könnten, da müssen uns Skandale präsentiert werden. Sowas lieben unsere Politiker. Ein Skandal, wo alle mitreden können, wo sie alle aufregen können, der Stammtisch kocht über und es geht um nichts. Es geht um überhaupt nichts. Lebensmittelskandale werden immer wieder gerne genommen. Da kann der Deutsche sich immer aufs Neue wieder aufregen. Man kann nichts mehr essen. Mit vollem Mund wird da rumgejammert. Der Jahrhundertskandal, Sie erinnern sich im letzten Jahr, der Skandal überhaupt, Pferdefleisch in der Lasagne. Da war der Deutsche außer sich. Also da muss man auch mal sein, der Deutsche ist geduldig. Er hat kein Problem damit, wenn einer seine Telefongespräche abhört. Es ist ihm egal, ob seine E-Mails mitgelesen werden, aber Pferdefleisch in diesem urdeutschen Gericht Lasagne, da ist Schluss mit lustig. Da ist auch mal eine Grenze erreicht. Ich sag ihm, wenn da die Amis hintergesteckt hätten, da wären wir einmarschiert, da wäre alles vorbei gewesen.
Und noch ein Skandal und noch ein Skandal. Und wenn nichts mehr hilft, dann müssen Sie auch mal darauf achten. Wenn wir wirklich abgelenkt werden müssen, weil es ganz schlimm ist, dann kommen Sie mit den Migranten. Das zieht auch immer. Weil da hat der Deutsche ein Thema, da haken alle Deutschen unter. Da hat auch der Hartz-IV-Empfänger was, auf das er runtergucken kann. Die Migranten sind schuld. Einer muss in Deutschland immer schuld sein. Das ist eine alte Tradition. Und Juden sind nicht mehr genug da. der Menschen, die in diesem Land leben, arbeiten, kommen ursprünglich von woanders her. Und mit den meisten funktioniert das wunderbar. Wir müssen dankbar sein, dass die hier sind. Und ja, ein kleiner Teil der Migranten macht Probleme. Da haben Sie völlig recht. Das darf man doch laut sagen. Das ist kein Tabuthema, Herr Sarrazin. Weil die Eurokrise, das sind laut Sarrazin auch die Migranten schuld. Ja, diesmal die, die in ihren Ländern geblieben sind. Wenn es überall nur richtige Deutsche gibt, dann würde ordentlich gewirtschaftet, da gäbe es diese ganzen Probleme nicht. Es gibt einfach viel zu wenig richtige Deutsche, wir hätten diesen blöden Krieg nicht verlieren dürfen. Nein, es ist kein Tabuthema, dass Migranten Probleme machen. Das sagen auch die Migranten, dass ein kleiner Teil der Migranten Probleme macht. Aber ein nicht gerade kleiner Teil der Nicht-Migranten macht auch Probleme. Was reden Sie? Was reden Sie von Integration? Glauben Sie, man kann diese Neonazi-Glatzköpfe in dieses Land noch integrieren? Da wäre man doch froh, wenn die ein Kopftuch tragen würden. Aber dann wären es Bandidos, oder wie heißen die? Aber Kopftuch, das ist auch so ein Thema, wo der Deutsche sich aufregen kann. Kopftuch, da kann man immer wieder, oh, die Frauen werden unterdrückt durch das Kopftuch. Und das kann ja der konservative Politiker überhaupt nicht ertragen, wenn Frauen unterdrückt werden. Ja, da tragen da welche ein Kopftuch. Muss mich das ernsthaft interessieren? Hallo, wir haben Religionsfreiheit, oder? Ich fände das auch schöner, wenn wir religionsfrei wären. Aber... wir haben Religionsfreiheit. Das heißt, jeder kann jeden Quatsch glauben, den er für richtig hält. Und Religion ist immer ein bisschen komisch. Ist dir das noch gar nicht aufgefallen? Es gibt katholische Akademiker, die halten Vorträge darüber, dass man Homosexualität mit Globuli heilen könne. Ja, natürlich müsste man die eigentlich einschläfern. Aber man tut es nicht. Man erträgt das dumme Geschwätz. Das ist nämlich Toleranz. Wir haben Probleme, aber das ist doch nicht der Islam. Wir haben zu wenig Lehrer. Das ist echt ein Problem. 10% der Schulstunden fallen aus. Nach offiziellen Angaben fällt für jedes Kind im Laufe seiner Schullaufbahn ein ganzes Schuljahr aus. Wir haben zu wenig Krankenschwestern. Wissen Sie eigentlich, was inzwischen in den Krankenhäusern los ist, was da rationalisiert wird? Reden Sie mal mit Menschen, die da arbeiten, da kommt Ihnen das Gruseln. Wir haben zu wenig Altenpfleger, wir haben zu wenig Polizisten und zu wenig Feuerwehrleute. Es brennt an allen Ecken der Gesellschaft und wir diskutieren über Maut für Ausländer und über Kopftuch. Können Sie sich noch erinnern an Terry Jones, diesen amerikanischen Prediger? Dieser Mann lebt in den USA in einem Kaff, das ist so klein, das kennen nicht mal die Amerikaner mit Namen. Er hat eine Gemeinde von 50 Vollpfosten um sich geschart. Von ihm hätte kein Mensch jemals Notiz genommen, wäre denn nie auf die Idee gekommen, öffentlich den Koran zu verbrennen. Sofort hatte der weltweite Aufmerksamkeit. Der ist von morgens bis abends interviewt worden, nur auf die Ankündigung hin, den Koran zu verbrennen. Ein klassischer Fall für die Geheimdienste wäre das gewesen, um sowas mal geheim zu halten. Der CIA hat schon so viele falsche Leute entführt, die etwas gut machen können. Ich hätte dem Mann noch nichts getan. Ich hätte Terry Jones eingepackt, samt Feuerzeug, Benzinkanister und Koran und hätte den Kabul auf dem Marktplatz wieder rausgelassen. Und da hätte ich gesagt, so Referent Dicke Lippe, hier ist Ihre Zielgruppe, der Herr sei mit Ihnen, top, die Wette gilt. Es gibt in jedem Dorf einen Trottel. Es gibt in jeder Familie einen Vollidiot, mit dem keiner was zu tun haben will. Und jeder von Ihnen denkt im Augenblick an jemand ganz Bestimmtes. Das Ehepaar hier vorne diskutiert noch. Aber die will ich doch nicht in der Tagesschau sehen. Aber das ist das, was die Medien machen. Die spielen Spiele mit uns. Die benutzen Themen.
Arabischer Frühling, ein wunderbares Beispiel. Er ist alle ganz begeistert. Arabischer Frühling, schaut es euch an. Die Araber haben begriffen, Demokratie ist die einzige wahre Lebensform. Sie werfen die Fesseln ab, diese wunderbaren Bilder. Sie jagen die Diktatoren ins Meer. Als die Ersten hinterher sprangen, um zu uns rüber zu schwimmen, ließ die Begeisterung schon wieder nach. Die Menschen sollen reisen dürfen, nicht können. Die Begeisterung über den arabischen Frühling ließ sehr schnell nach. Die waren da alle befreit und sind gar nicht zum Christentum übergetreten. Das sind Moslems geblieben, das hat überhaupt keiner verstanden. Und dann kamen die ersten freien Wahlen und da wählen die mehrheitlich muslimische Parteien. Moslems, die muslimische Partei. Da waren unsere Zeitungen völlig ratlos. Da konnten sie Schlagzeilen lesen, sind die überhaupt reif für Demokratie? Natürlich nicht, genauso wenig wie die Menschen in Bayern. Die Demokratie in Ägypten ist viel weiter entwickelt als unsere. Ja, wenn sie sich in Ägypten bei der Wahl vertan haben, da brauchen sie nicht 4 Jahre warten, um den Irrtum zu korrigieren. Nee, da rufen sie einfach bei der Armee an. Also können sie den Mann mal verhaften, das geht hier so nicht weiter. Stellen Sie mal vor, wir können die Bundeswehr anrufen und sagen, können Sie die Merkel mal verhaften, das hat ja alles keinen Zweck mehr hier. Die von der Leyen wird sofort rufen, ja gerne, wo soll ich sie hinhängen? Und an der bleibt nichts hängen. Ne? Merkel hat einen ganz eigenen Stil entwickelt, muss man ja auch mal lassen. Ne? Wenn einer was sagt, was ihr nicht passt, dann sagt die nicht, das ist doof, das sehe ich anders, oder wie kommt ihr da drauf? Dann sagt die Merkel so einen Satz wie, das ist nicht mein Duktus. Da kann der andere nicht mal sauer sein. Ja, Sie können ja nicht auf einen Menschen sauer sein, der einen Duktus hat. Am Ende ist das noch so eine Frauensache, da haben Sie richtig die Arschkappe. Der Duktus der Kanzlerin ist teilweise atemberaubend. Am Tag nach der Atomkatastrophe in Fukushima saß die Frau auf der Pressekonferenz und sagte wörtlich, man kann an einem solchen Tag nicht sagen, dass die Kernkraftwerke sicher sind. Sie sind sicher? So einen Satz hätte der Steinbrück gar nicht überlebt. Es gibt nur 2 Menschen in diesem Land, die sich in einem demselben Satz selbst widersprechen dürfen. Das sind Merkel und Beckenbauer. Das sind Idole, die dürfen sowas. Herr Beckenbauer ist ja der weltweit erste anerkannte Hirnprothesenträger. Die Zitate sind endlos. Aber hier, das Neueste zur WM in Katar, haben Sie das verfolgt? Sie kennen die WM in Katar, die Wüsten-WM, und da sind die Berichte jetzt, dass sie da die Stadien mit Sklaven bauen lassen und schon 160 Tote, unmenschliche Bedingungen, Sklaven bauen die Stadien da. Und da hat der Beckenbauer gesagt, das wäre alles Quatsch. Die Leute hätten keine Ahnung, wovon sie reden. Er wäre da mehrfach in Katar gewesen. Er hätte da nie einen einzigen Sklaven gesehen. Die Leute würden da alle frei rumlaufen. Das ist ein Sklave ohne Kugel am Bein. Das ist überhaupt kein Sklave. Der ist beliebt, genau wie die Merkel. Seit Ewigkeit, seit 8 oder 9 Jahren, in jeder Umfrage finden 70% die Merkel gut. Ja, die bringen die Merkel mit der Regierung gar nicht in Verbindung. Der Deutsche kann das trennen. Der Deutsche wird später sagen, wenn das die Merkel gewusst hätte. Und die weiß das auch nicht alles. Nee, die kann das nicht alles wissen, sonst würde die ein anderes Gesicht machen. Das ist doch keine Schauspielerin. Nee, die erzählen ja einfach nicht alles. Das ist genau wie mit Honecker früher. Da haben die auch immer eine Straße renoviert, haben den Honecker da durchgefahren und haben gesagt, sieht überall so aus, brauchst du nicht überall gucken. Nee. Der Honecker hat auch bis zum Schluss geglaubt, die DDR wäre kurz davor, die BRD wirtschaftlich zu überholen. So machen die das mit der Merkel auch, die erzählen ja einfach nicht die Wahrheit. Ja, und dann steht die im Bundestag vor 2 oder 3 Jahren, stand die da bei der Haushaltsdebatte und sagt dann freudestrahlend, Deutschland geht es gut, das ist ein Grund zur Freude. Und in der ganzen Woche davor konnten wir überall lesen, dass sich 25% der Deutschen auf Altersarmut einstellen dürfen. Das waren die offiziellen Zahlen vom Arbeitsministerium. Das haben die der Merkel überhaupt nicht erzählt. Sonst hätte die doch den Satz nicht sagen können. Ich habe dann jeden Abend im Kabarett den Menschen vorgerechnet, dass nicht 25%, sondern 40% von Altersarmut betroffen sein werden. Und schon nach 8 Monaten haben sie das im Arbeitsministerium auch rausgefunden und offiziell verkündet. Ja, ich vermute, sie sind nicht eher an Karten gekommen.
Rot-Grün hat beschlossen, dass das Rentenniveau abgesenkt wird, bis ab dem Jahr 2030 die Menschen dann nur noch mit 43% vom letzten Netto neu in Rente gehen. Wie hoch die Löhne und die Renten sein werden in 2030, weiß ich nicht. Die Löhne können steigen bis dahin. Aber meine Erfahrung lehrt, wenn die Löhne steigen, steigen die Preise auch. Das heißt, die Kaufkraft bleibt die gleiche. Wir können also auch die Zahlen von heute nehmen, da wissen wir, wovon wir reden. Hartz IV. Hartz IV ist 399 oder knapp jetzt inzwischen 401 Euro im Monat, bar auf die Hand. Und dazu dann der Mietzuschuss. Da kommen Sie auf etwas über 700 Euro insgesamt. Im Alter bekommen Sie nicht Hartz IV. Wenn Sie im Alter bedürftig sind, dann bekommen Sie etwas, das heißt offiziell bedarfsorientierte Grundsicherung, kurz GRUSI genannt. Das ist ein bisschen weniger als Hartz IV, weil im Alter isst man nicht mehr so viel. Deshalb bedarfsorientiert. Grundsicherung liegt im Augenblick bei 698 Euro im Monat. Plus, minus 3, 4 Euro von Bundesland zu Bundesland verschieden. So, jetzt nehmen wir mal ein normales Bruttoeinkommen von heute, 2000 Euro brutto. Da gehen Sie als Single mit 1400 Euro netto nach Hause. Nehmen Sie von den 1400 Euro mal die 43%, da kommen Sie ja ohne Taschenrechner auf GRUSI. Jetzt muss ich Ihnen nur noch verraten, dass 40% der Deutschen 2000 Euro brutto oder weniger verdienen. Da wissen Sie, dass 40% sich später auf Altersarmut freuen dürfen. Das habe ich in 20 Sekunden ausgerechnet, mit Informationen, die man in 10 Sekunden googeln kann. Da haben die im Arbeitsministerium damals 8 Monate für gebraucht, um herauszufinden, dass nicht 25%, sondern 40% betroffen sind. Als sie es herausgefunden hatten, stand die Merkel eine Woche später im Bundestag und sagte, ich leite die erfolgreichste Bundesregierung seit... Die haben ja das wieder nicht erzählt. Und wissen Sie, wer damals das Arbeits- und Sozialministerium geleitet hat, wer die Ministerin damals war? Ulla von der Leyen, natürlich. Und wissen Sie, was die zum Thema Altersarmut gesagt hat, wörtlich? Was heißt denn die Altersarmut? Die Leute haben noch die Riester-Rente. Ja, wir haben die Riester-Rente. Ja, was nützt Ihnen das? Rot-Grün hat die Riester-Rente so gemacht, wenn Sie Grundsicherung bekommen, wird die Riester-Rente darauf angerechnet. Sie kommen inklusive Ihrer mühsam zusammengesparten Riester-Rente dann auf Grundsicherung. Das ist das rot-grüne Riester-Rentengesetz. Jetzt ist doch die Frage, weiß die von der Leyen das nicht? Dann ist sie doch intellektuell gesehen eine Schwester von Beckenbauer. Das ist noch die freundliche Unterstellung. Denn die Alternative ist, dass sie es weiß und den Satz trotzdem gesagt hat. Was sie dann ist, das darf ich auf der Bühne gar nicht offen aussprechen. Die Stiftung Warentest hat relativ schnell nach Einführung der Riester-Rente ausgerechnet, dass alles, was wir an Steuergeld in die Riester-Rente reinblasen, denn damit werden sie ja gelockt. Ne, musst du machen, Riester-Rente, kriegst du ein paar Euro Zuschüsse, ja, muss er mitnehmen. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, wo der Staat das Geld hernimmt, was er Ihnen da dazu tut? Könnte das aus Ihren Steuergeldern stammen? Also genau wollen Sie das auch nicht wissen. Ne? Der Deutsche kann das trennen. Der Deutsche kennt einen bösen Staat, dem immer alles abnimmt, und einen guten Staat, der ihm was dazu tut. Und diese beiden Staaten haben nichts miteinander zu tun, meine Damen und Herren. All die Milliarden, die wir jedes Jahr über die Steuergelder in die Riester-Rente reinblasen, kommen überhaupt nicht bei den Sparern an. Dieses Geld versickert komplett in den Taschen der Versicherungsvertreter in Form von Abschlussgebühren und Provisionen und in den Taschen der Versicherungskonzerne. Das ist offiziell durchgerechnet. Die Sendung Monitor hat da schon vor Jahren darüber berichtet. Der Walter Riester, der hat persönlich von der Riester-Rente profitiert. Der hat nämlich Vorträge gehalten über die Riester-Rente. Für ein paar hunderttausend Euro, noch zu seiner Zeit als Minister, ja, da hat man ja was zu tun, ne? Als Minister, wenn man keine Lust mehr hat auf Nasenbohren, hält man Vorträge. Sie kennen doch den Kurs für gehobenes Gelaber von SPD-Schwachmaten. 10.000 Euro die Stunde. Steinbrück bei den Banken, Riester bei den Versicherungsgesellschaften. Der hat Vorträge gehalten bei den Versicherungsgesellschaften über die Riester-Rente für 10.000 Euro die Stunde. Was glauben Sie denn, wovon die das bezahlt haben? Von Ihren Riester-Rentenbeiträgen. Sie glauben immer noch, Sie sparen fürs Alter. Davon machen die Bunga Bunga in Budapest. Riester-Rente ist voll auch für die Leute, die mehr verdienen. Das haben wir Versicherungsmarkt dazu geschickt, diese Informationen. Auch da geht es anständige Menschen drunter, die sagen, sowas verkaufe ich nicht. Wenn Sie das, was Sie in die Riester-Rente eingezahlt haben, wenn Sie das in 30 Jahren nur das Geld wiederhaben wollen, müssen Sie hinterher 85 Jahre alt werden, mindestens. Denn vererben können Sie die Riester-Rente nicht. Witwen Riester ist nicht. Sie werden 85 oder die anderen haben gewonnen. Haben Sie eine schöne Wette abgeschlossen.
Wenn Sie das, was Sie eingezahlt haben, mit 3% Rendite wiederhaben wollen, müssen Sie schon 95 Jahre alt werden. Finde ich ambitioniert. Wenn Sie das, was Sie eingezahlt haben, mit Inflationsausgleich wiederhaben wollen, müssen Sie Heesters mit Nachnamen heißen. Das ist eine riesen Volksverarschung von Rot-Grün organisiert und von denen, die bis heute verteidigt. Die sind bis heute nicht bereit, sich von der Schweinerei zu distanzieren. Im Gegenteil, die rufen immer noch dazu auf, die Leute sollen privat, kapitalgedeckt, Altersversorgung betreiben. Und dass die Zeitungen dafür Werbung machen, das kann ich verstehen. Wer schaltet denn Anzeigen in der Zeitung? Banken und Versicherungsgesellschaften, also die, die von der ganzen Sache profitieren. Die Grünen erzählen mir jetzt wirtschaftspolitisch denselben Schwachsinn, den die FDP mir 20 Jahre lang um die Ohren jauen. Die Menschen, die arbeitslos gemeldet und erfasst sind und krankgeschrieben sind, werden in der Woche, in der sie krankgeschrieben sind, auch noch aus der Arbeitslosenstatistik rausgerechnet. Jetzt noch zu den Aufstockern. Wollen Sie mal erzählen, dass jemand, der 4 Stunden Arbeit die Woche hat, Arbeit hat? Das sind doch Arbeitslose, die umetikettiert sind. Da geht es doch nur um die Kosmetik. Und da kommen noch die Leiharbeiter, die dank Rot-Grün dauerhaft Leiharbeiter sind. 1 Million Menschen arbeiten zum Teil für die Hälfte von dem, was ihnen eigentlich zustehen würde, wenn sie fest angestellt wären. Und dann kommen die ganzen tollen neuen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze, wo sie mal Werbung. Da zahlen sie keine Steuern von, dafür ist zu wenig. Aber Sozialversicherungsbeiträge dürfen sie abdrücken. Das ist doch das Tolle, dass das sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze sind. Sie geben noch 20% ab von Ihren 833 Euro für Arbeits- und Krankenrenten- und Pflegeversicherung. Ziehen Sie mal 20% von 833 ab. Wir reden von 13 Millionen Menschen, denen wir keine Stelle anbieten können, wo mehr als Hartz IV herumkommt. Deutschland geht es gut, das ist ein Grund zur Freude. 25% der erwerbsfähigen Bevölkerung können wir in diesem Land keine Arbeit mehr anbieten, von der man eine Perspektive entwickeln kann, geschweige denn sie eine Familie aufbauen können. Ich leite die erfolgreichste Bundesregierung Seite und keiner holt Mutti da raus und sagt, aufwachen, aufwachen. Krass. Sie hat doch kein politisches Projekt, für das sie steht. Nennen Sie mir ein einziges innerliches Thema, wo die Merkel mal gesagt hat, hier stehe ich und dafür kämpfe ich. Das gibt es nicht. Es geht nur darum, gewählt zu werden. Innerhalb dieses Wirtschaftssystems, solange er keine größeren Schäden für die Reichen anrichtet, ist da ist die Ideologie frei. Das beste Beispiel für Ihre Wackelhaftigkeit ist doch hier auch die Europapolitik. Die eiserne Lady, dann gucken Sie, ob ich verstanden habe, was die gemacht hat. Als die Krise ausbrach in Griechenland, hat sie gesagt, die kriegen gar kein Geld. Können Sie sich daran erinnern? Wir dürfen überhaupt nicht zahlen, hat sie gesagt. Das steht in den Maastrichter Verträgen. Wir dürfen überhaupt nicht helfen, die kriegen keinen Pfennig. Die müssen alleine klarkommen, jeder für sich. Als es dann zu spät war, da hat sie die Nummer mit dem 10-Milliarden-Kredit abgezogen. Dann haben die europäischen Länder langsam begriffen, die Dimension der Krise ist so groß, es geht nur alles gemeinsam, wir brauchen diesen Rettungsschirm. Da hat sie gesagt, auf gar keinen Fall. Können Sie sich erinnern? Rettungsschirm kommt überhaupt nicht in Frage. Und dann sagt er, doppelt so groß, ja, wenn wir schon dabei sind. Das ist dir doch egal. Das beste Beispiel ist die Atomenergie. Ein halbes Jahr vor der Atomkatastrophe in Fukushima hat Angela Merkel die Laufzeiten der Altatommeiler in Deutschland extra nochmal verlängert. Sie hat nach monatelangen Diskussionen gesagt, wir haben alles geprüft, wörtlich hat sie gesagt, wir haben die sichersten Kraftwerke auf der ganzen Welt, da kann überhaupt nichts passieren, die können wir länger laufen lassen. Ein halbes Jahr später kommt der Tsunami in Japan, da sagt sie diesen legendären Satz, man kann an einem solchen Tag nicht sagen, dass die Kernkraftwerke sicher sind. Sie sind sicher? Ein halbes Jahr, nachdem sie intensiv alles geprüft hatte und nachgedacht hatte, hat sie nochmal völlig neu nachgedacht. Die Frau hat Physik studiert, das ist Ihnen schon bekannt, ja? Die haben da auf der Uni auch nicht alles erzählt, oder? Jetzt mal unabhängig davon, ob Sie Kernenergie gut oder schlecht finden. Wie stellt sich der CDU wieder das eigentlich vor, wenn Dr. Angela Merkel nochmal völlig neu über Kernenergie nachdenkt? Holt ihr dann die alten Physikbücher aus dem Schrank? Diese Frau hält doch die Kernkraftwerke nicht für unsicherer als ein halbes Jahr vor Fukushima. Die hat Angst vor der Kernschmelze der Wahlurne. Das ist alles, was die interessiert. Die hat keine persönliche Überzeugung. Und wenn in 2 Jahren die Deutschen rummeckern, dass die Strompreise so hoch sind, dann wird sie sagen, ja, ich hätte dann noch ein paar Altmeiler, ich könnte noch mal neu nachdenken. Die regieren uns mit Floskeln und reden uns nach dem Mund. Und innerlich legt sich
denn es irgendwie geht überhaupt nicht fest. Da kommen so Sätze wie, wir müssen dieser Frage eine gemeinsame Lösung finden, wir müssen dieser Frage Geschlossenheit zeigen. Sehr schön auch bei der Neujahrsansprache. Das wird ein schwieriger Weg. Wir stehen vor großen Herausforderungen. Das wird eine Herkulesaufgabe. Der letzte Wahlkampf bestand aus Plakaten, da stand drauf, Wachstum braucht Weitblick. Alles Variationen vom Ich mache seit 31 Jahren Kabarett über Rente, über Gesundheit, über Staatsverschuldung, über Arbeitslosigkeit, über Steuergerechtigkeit, über Bildungsproblematik. Das sind so zentrale Themen in einer Gesellschaft. Jetzt zeigen Sie mir einen einzigen Bereich, wo diese fünf Parteien, CDU, CSU, SPD, FDP und Grüne, in den letzten 30 Jahren für den Großteil der Bevölkerung irgendwas verbessert haben. Wir sitzen in einem Zug und rasen auf einen Abgrund zu. Wie der Abgrund aussieht, das wissen wir, wenn wir ehrlich sind. Das sind die Vereinigten Staaten von Amerika. Das ist Kapitalismus im Endstadium. Das können Sie da besichtigen gehen. Die USA ist eine komplett entsolidarisierte Gesellschaft. Das ist Kapitalismus im Endstadium. Die Reichen haben sie in speziellen Viertel verschanzt mit Zugangscodes und Wachpersonal. Die haben ihre eigenen Unis, ihre eigenen Krankenhäuser, eigene Schulen, Kindergärten. Die Mittelschicht hat sich komplett aufgelöst in der letzten Krise. Die brauchen inzwischen zwei Jobs parallel, um leben zu können. Ab dem dritten 8-Stunden-Job brauchen sie auch keine eigene Wohnung mehr. Da sparen sie richtig Geld. Das untere Drittel sitzt komplett im Dreck. Die sind entweder ganz obdachlos oder sitzen in Wohnvierteln drin, wo sich keine Polizei mehr reintraut. Die einzige sozialpolitische Maßnahme ist Wegsperren. In den USA sitzen pro 1000 Einwohner mehr Menschen im Knast als in jedem anderen Land der Welt, inklusive Nordkorea und China. Kapitalismus im Endstadium ist Bürgerkrieg. Nur, dass nicht die Armen gegen die Reichen kämpfen, sondern die Armen schießen sich gegenseitig über den Haufen mit den Waffen, die die Reichen ihnen noch verkauft haben. So wie wir das mit Afrika machen. Das ist Kapitalismus. Teile und herrsche. Dividende et impera. Prozent der amerikanischen Medien sind in der Hand von 5 reichen Familien. Die haben den Stacheldraht so perfekt durch die Köpfe der Menschen gezogen, die lehnen sogar Politiker ab, die ihnen eine Krankenversicherung besorgen wollen. Und auf diese entsolidarisierte Gesellschaft, auf diesen Abgrund rasen wir zu. Und unsere Politiker sagen, wir können den Zug nicht aufhalten. Und dann sagen wir, können wir vielleicht die Schienen so am Abgrund langlegen, so eine kleine Kurskorrektur, und die sagt, die merken, die Richtung ist alternativlos. Aha, wir können den Zug nicht anhalten, wir können die Richtung nicht bestimmen, wozu gehen wir wählen? Ah, ich weiß wieder, wir dürfen den Lokführer austauschen. Alle 4 Jahre, das ist lustig. Wir müssen den Zug anhalten. Ne? Wir müssen den Zug anhalten und diskutieren, wie wir wirklich leben wollen. Wie wollen wir in Deutschland leben, wie in Europa, wie soll die Welt weiterleben? Was brauchen wir? Was brauchen wir nicht? Die Alternative wäre vielleicht ein zinsfreies Wirtschaftssystem. Das ist auch alles schon mal durchgerechnet worden von Leuten. Das kann man auch finden im Internet. Wir müssen es aber selbst nachsuchen. Muss man googeln. So Begriffe muss man googeln. In der Zeitung finden Sie da nichts drüber. Sie müssen sich selber im Internet informieren mit Stichworten, bevor das auch noch alles gesperrt wird. Ist den Rentner in Griechenland heute besser oder schlechter als den Rentner in der DDR vor 30 Jahren? Das wäre doch mal eine interessante Diskussion. Aber das können Sie knicken. Ich weiß, sobald Sie das Wort Sozialismus erwähnen, sagt sofort ein Deutscher, was soll der Arbeitgeber sagen? Und das ist eine gute Frage. Der Deutsche hat eine Stelle, von der er nicht leben kann, aber die kann er auch noch verlieren. Da kann er immer noch nicht leben, hat aber nicht mal mehr eine Stelle. Man will doch im Kolosseum wenigstens dazugehören. In welcher Funktion ist da inzwischen völlig egal. Sozial ist, was Arbeit schafft, heißt doch eigentlich nur, dass man sie auch als Löwenfutter noch irgendwie gebraucht fühlt. Wer wird mit Angst regiert, meine Damen und Herren? Mit Angst. Wie bringt man Menschen dazu, in diese schwachsinnige Riesterrente einzuzahlen, indem man ihnen Angst vor der Rentenlücke macht? Das ist doch systematisch getrieben worden. Die Rentenlücke ist eine Chimäre, weil das umlagefinanzierte Rentensystem ist das einzig Sinnvolle, das für die Mehrheit der Bevölkerung auch vernünftige System. Und das kann nicht kaputt gehen, wenn man es nicht absichtlich kaputt macht. Die kapitalgedeckte Altersversorgung, die kann kaputt gehen. Komplett. Alles, was ich sparen kann, seinen Wert komplett verlieren. Was in 30 Jahren ist, weiß kein Mensch. Auch die Eichhörnchen finden nur 30% der Nüsse wieder, die sie versteckt haben. Und die werden nicht mehr vor Vermögensberatern behindert. Wir verteilen das, was wir erwirtschaften. Auf die, die es erwirtschaften, auf die, die noch so jung sind und auf die, die schon zu alt sind. Denn es sind alle von allen abhängig. Der Chefarzt kann nur operieren, wenn die Putzfrau vorher den OP sauber gemacht hat. So, in diesem System, wenn alle Glück haben, werden sie 80. Dann profitieren sie die ersten 20 Jahre von Ausbildung. 40 Jahre, wenn sie stark sind, tragen sie das ganze System. Und die letzten 20 Jahre profitieren sie wieder von Rente.
Wenn wir alle 90 werden, hängen wir überall noch was dran. Und wer wie viele Jahre, darüber kann man ja durchaus diskutieren. Und der eine ist stark und kräftig und hat Spaß, 45 Jahre lang zu arbeiten, weil es ihm Spaß macht und er kann tragen. Und der andere ist nach 35 Jahren kaputt, weil er vielleicht nicht so gesund ist. Warum soll er weniger Rente kriegen als der andere? Haben Sie Kinder? Verteilen Sie die Essensportion mittags nach den Schulnoten, die wir nach Hause bringen? Was sind das für Sozialvorstellungen, die wir hier haben? 40%, was wir hier erwirtschaften, fließt komplett in Form von Zinsen, Dividenden und Mieten in die Taschen der Besitzer. Der Anteil, den die Arbeit der Bevölkerung darüber hat, der wird jedes Jahr immer kleiner. Das ist ja das Verrückte an diesem System. Alle, die ein bisschen besser verdienen, haben sie sowieso aus der Solidargemeinschaft ausgeklinkt. Das kann natürlich nicht funktionieren. Dann hat der Deutsche Angst vor dem Aussterben, das auch so nicht. Oh, der demografische Faktor, eines Tages sind wir noch 40 Millionen Menschen, wie das geht, aber es ist überhaupt keiner. Wissen Sie, wie viele Norweger es gibt? Die stehen schon auf der roten Liste. Es gibt in Europa jedes Jahr die Umfrage, wo die Menschen halbwegs glücklich und zufrieden sind und sich von ihrem Staat fair behandelt fühlen. Und drei Länder stehen immer an der Spitze der Zufriedenheit. Dänemark, Schweden und Norwegen. Das sind die Länder mit der geringsten Bevölkerungszahl und den höchsten persönlichen Steuersätzen. Der größten Umverteilung. Das, wovor wir Deutschen am meisten Angst haben, das macht glücklich und zufrieden. Aber der Deutsche hat Angst vor dem Aussterben. Und die Afrikaner haben ja schon gesagt, wenn die Deutschen nicht mehr sind, dann wollen wir auch nicht mehr. Und da weiß der Deutsche nicht, wovor er mehr Angst haben soll. Vor dem Aussterben, vor der Rentenlücke, vor dem Scheitern der Regierung, vor Al-Qaida. Was wäre das Schlimmste, was uns passieren könnte? Das kann ich Ihnen auch noch sagen. Das Allerschlimmste wäre, wenn wir aussterben und es ist noch Rente über.